Ich habe ganz viele Fachleute, Leutinnen in meinem Team bei Homemade und heute wollen wir mal das Wissen von den Einzelnen rausziehen. Und zwar, wir fangen an mit dem Thema Fragfrieda. Kleiner Hinweis. Darum geht's heute. Ich bin Monika, Innenarchitektin und die Gründerin der Firma Homemade. Mein Team und ich, wir gestalten Wohlfühl zu Hause für unsere Kunden und nehmen dich heute mit. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich freue mich total, denn heute haben wir was Spannendes. Wir gehen mal etwas genauer in die Materie rein. Und zwar schauen wir uns das Malerhandwerk genauer an. Und insbesondere lernst du, worauf du beim Streichen achten solltest, wenn du es selber machst. Deswegen ein paar ganz einfache Tipps und Tricks, worauf man definitiv achten sollte. Und das Ganze wird uns die liebe Kollegin Frieda gleich erklären. Die ist nämlich gelernte Malermeisterin. Genau. Aber es geht nicht darum hier, dass ihr Maler werdet, sondern wirklich nur die einfachen Dinge, die man zu Hause anwenden kann, beziehungsweise worauf man achten sollte. Denn für uns als Interior Designer, als Einrichter ist es natürlich auch relevant, weil gerade Wandfarbe so viel Unterschied macht für eine schön gestaltete Wohnung oder ein schön gestaltetes Haus. Deswegen gucken wir da mal genauer hin. Und, kleiner Teaser am Rande, wir haben auch unsere Homemade Hall of Shame dabei. Genau, wir werden einen Raum komplett umgestalten, der im Moment noch ganz, ganz peinlich, fürchterlich aussieht. Und den wollen wir ein bisschen schöner machen mit Wandfarbe und Tapete. Das heißt, ein Live vorher, nachher haben wir auch mit dabei. Unsere Hall of Shame, habe ich noch gar nicht erwähnt, was das ist. Das ist unsere Homemade-Küche. Total peinlich, ja. Aber die werden wir umgestalten. Und zwar haben wir eine ziemlich krasse Wandfarbe ausgesucht. Und wieso wir genau diese Wandfarbe genommen haben und warum die genau perfekt passt, das kannst auch du lernen für deine Räume. Und zwar haben wir die Farbfinder-Methode entwickelt. Das ist ein Online-Kurs, findest du unten. Und damit kannst du für jeden Raum immer die richtige Wandfarbe finden. Nach dem Kurs wirst du es leider nicht mehr anders machen können. Du wirst nicht mehr die falsche finden. Sorry schon mal dafür. Aber wir holen uns jetzt schon mal direkt die Expertin, und zwar die liebe Frieda wird hier gleich auftauchen. Komm doch mal, Frieda, komm. Komm mal hinter der Kamera vor. Ja, genau, du. So, Frieda, schön, dass du da bist. Schön, dass ich wieder hier sein darf. Das verrückte Huhn. Warum ist sie ein verrücktes Huhn? Weil sie Malermeisterin ist. Aber das ist nicht das Verrückte. Das Verrückte ist eigentlich, warum sie eigentlich hier sitzt und nicht quasi diesen hier macht auf der Baustelle. Sie hat sich mal kurzerhand entschieden, was komplett anderes zu machen und ist bei Homemade Social Media Managerin, ist ja total naheliegend, ne? Das heißt, sie ist auch die Frau Eich hinter der Kamera, jetzt aber vor der Kamera. So viel mal dazu. Schön, dass du da bist und dein Wissen mit uns teilst. Gerne. Bevor wir aber anfangen, habe ich noch was Besonderes für dich dabei. Okay. Überraschung. Liebst du, weiß ich. Ja. Nachdem Lisa dir letztes Mal so wunderschöne Fragen gestellt hat, dachte ich mir, ich bringe dir heute auch was mit. Und zwar, Muni, was ist das? Ich darf meine Inkompetenz zur Schau stellen. Wie schön. Ich habe Werkzeuge dabei und Muni darf euch diese jetzt mal erklären, was man damit macht. Was ist denn das? Muss ich sagen, wie es heißt? Ja, du kannst auch umreißen. Also es ist eine Walze. Mit der kann man Tapete an Rollen rackeln, wenn man jetzt da einen Stoß hat und so, und dann kann man da so die Luft draus machen und dann, damit es halt schön plan, kann so. Genau. Das war schon Nahtroller nennt man das. Ein konischer Nahtroller, also bitte nur die Naht auch abrollen, weil wenn du den Rest abrollst, hast du da so eine Delle in der Mitte. Okay. Aber ja, war schon sehr gut. Ein Pinsel. Sehr cheap. Ja, aber was macht man mit dem Pinsel? Kleistern. Kleisterpinsel. Oder man. total fluffy. Warte, da gibt es noch weichere. Ja, ja, ja. Vielleicht. Ich weiß, für was das ist. Wenn man was vergoldet, also so Blattgold, wenn man das da so drauf tut, dann nimmt es die Form an, wie in der Kirche, wo da so ein Engel so einen Flügel hat, dann kann man das da so vorsichtig aufdrücken. Also die Intention ist richtig, so ein Werkzeug gibt's. Aha. Aber es ist falsche. Ja. Okay. Es ist ganz, ganz einfach. Ein schnöder Pinsel. Fuck.
Das ist eine Lasurbürste. Damit tut man so Holzlasur auf Pinsel. Okay. Bürste, okay. Das war Simples, ist auch mal ganz nett. Ich sehe Blattgold. Was ist denn das? Das ist eine Bürste. Also ich hätte es damit meinen Kachelofen und meinen Kamin sauber gemacht. Ich präsentiere eine ganz besondere Rarität. Dieses Teil ist schon 40 Jahre alt. Vielleicht kann man da echt... Ah, Vergleis, da ist es ein bisschen unhandlich. Es ist auch sehr schwer. Ja, es ist echt schwer. Ich muss zugeben, ich habe sowas auch noch nie benutzt. Hey, für Putz außen oder so. Für so Besenstrich. Besenstrich. Oder an einem Kachelofen oder sowas. Wenn ich so... so Putzmuster machen will oder sowas vielleicht? Könnte man sicher auch mitmachen. Das ist ein guter Ansatz. Mhm. Was ist es? Das ist eine Stupfbürste. Ah ja. Damit tut man so Ornamente aufstupfen. Mhm. Ich war auch überrascht, wie groß das ist. Interessant. Ornamente sind für mich eher kleiner. Ja. Aber okay. Vor vielen, vielen Jahren hat man das wohl so gemacht. Göttins Museum, das Ding. Ja, definitiv. Okay, also hast du auch noch in der Hand gehabt. Okay, gut. Also nachdem wir jetzt hier mal unser Arbeitsmaterial geklärt haben, Kiste ist weg. Was ist jetzt mit den Basics? Frieda, erzähl mal, du hast uns neulich in unserem Innovation Lab, haben wir neulich schon mal erzählt, was wir hier nämlich machen. Wir lernen voneinander. Erklär doch mal, worauf wir unbedingt achten sollten. Es gibt 4 Schritte, mit denen man eigentlich ganz einfach streichen kann. Wenn man die beachtet, ist man auf der ganz, ganz sicheren Seite. Nehmen wir jetzt mal. Schritt Nummer 1, wir starten mit der Vorbereitung der Wand. Schritt Nummer 2, wir kleben ab. Schritt Nummer 3, wir bereiten das Werkzeug und das Material vor. Und Schritt Nummer 4, wir streichen. Jetzt geht es ja ums Eingemachte. Worauf da jetzt bitte achten? Erklär doch mal. Okay. Schritt Nummer 1, Wand vorbereiten. Man räumt natürlich die Möbel weg, weil steht halt im Weg. Mhm. Dann ist wichtig, dass man quasi die Wand und auch die Sockelleisten staubfrei macht. Kann man mit dem Staubsauger machen, kann man auch mit einem Besen, Pinsel, was auch immer. Und dann ein schönes Malervlies, eine Folie, was auch immer, auf dem Boden. Und gegebenenfalls mit unserer wunderschönen Kelle noch schnell die Löcher schließen. Mhm. Das ist Schritt 1. So, warum ist das jetzt das relevant? Warum muss ich jetzt da meine Wand absaugen? Hat irgendeiner von euch schon mal gemacht? Also, wenn ihr jetzt quasi auf den Dreck streicht, kann es entweder sein, dass die Farbe nicht richtig hält, weil wenn da eine Trennschicht mit Dreck zwischendrin ist, ist das blöd. Unter anderem kann es natürlich auch sein, dass mal, wenn man je nachdem, was für Dreck da drauf ist, dass es unschöne Flecken in der Farbe gibt. Oder wenn man wunderschöne Spinnweben mitstreicht, dann kleben die so schön auf der Wand. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ja eine schöne, glatte, Wand. Alles klar, okay, okay, verstanden. Sorry, also dann. Worauf muss man denn beim Abkleben achten, Moni? Ja, also ganz wichtig natürlich auch fürs Abkleben. Dann gucken, dass da kein Staub oder sowas zum Beispiel noch auf der Sockelleiste ist, weil sonst hält das Klebeband nicht. Dann muss man natürlich das richtige Klebeband für den unterschiedliche Untergründe finden, die mit den Farben bin ich noch nicht so ganz klar. Aber das, ja. Und nicht zu nah am Rand abkleben, habe ich gelernt. Das heißt also nicht quasi, wenn da so direkt alles mit dem Klebeband direkt in die Ecke, sondern so ein bisschen Luft lassen, damit da man das auch wieder gut abziehen kann. Oder so. Vielleicht nicht das ganz günstige, traditionelle Kreppband verwenden, sondern ein bisschen mehr Geld investieren, gibt auch schönere Farbkanten. Also da ist sehr gut aufgepasst, Moni. Super, alles erklärt, brauche gar nichts mehr dazu sagen. Schritt Nummer 3 ist auch sehr wichtig. Geht um Werkzeug und Material vorbereiten. Genau, ist bei mir auch direkt immer ausgefallen. Wir sehen schon, wir haben hier alle noch was zu lernen. Unter anderem geht es darum, dass ihr eure Farbe vorbereitet. Das heißt, Deckel öffnen. Okay. Und dann die Farbe mit einem Rührholz oder einem Pinsel aufrühren. Also so etwas hier, dann hier einmal drin rumrühren, denn dieses einfache Schütteln bringt nichts, wenn Pigmente am Rand sind und die vom Mischvorgang an den Rand geschlagen wurden, kommt die durchs Schütteln nicht mehr in die Farbe und deswegen unbedingt aufrühren. Aber jetzt noch ein ganzer Profi-Tipp. Ui.
Und zwar, wenn ihr euer Werkzeug vorbereitet, macht dieses ganz leicht feucht, dann nimmt es die Farbe besser auf, es tropft nicht so und ihr könnt die Farbe gleich von Anfang an besser verteilen, weil sich die Farbe auch gleichmäßig auf der Rolle verteilt. Ja, das stimmt. Das ist immer ätzend, wenn man jetzt hier so einen Kollegen hat. Muss man nicht so fünfmal in die Farbe und dann ist immer noch überall Sauerei. Genau. Aber wichtig, nicht klatschnass, dass die Suppe daraus tropft, sondern einfach nur befeuchten. Genau. Ich dann auch nochmal. Ansonsten einfach da so ein bisschen Wasser wieder raus. Genau, gucken, dass man das vielleicht nicht im Raum oder auf dem Teppich macht. Genau. Und dann sind wir auch schon bei Schritt 4. Wir können streichen. Jetzt geht's ans Eingemachte, worum es ja hier eigentlich geht. Um das Streichen an sich. Ja, genau. Also. Ich weiß das. Zack. Nass in nass. Genau. Aber, was auch empfehlenswert ist, ihr fangt zuerst am Rand außen ran mit einem schönen Pinsel und einer kleinen Rolle. Macht erstmal den Rand außen rum und weil es dann mit der großen Rolle schön die restliche Wand nass in nass, wie Moni schon gesagt hat, und so nah wie möglich an den Rand und dann immer schön von oben nach unten, bis die ganze Wand fertig ist. Worauf kommt es noch an, Moni? Von oben nach unten, damit nicht alles vollsaut. Also damit es halt so von der Rolle her nach unten tropft und dass es nicht nach oben spritzt. Deswegen habe ich auch gelernt, von oben nach unten. Ja, wenn ihr genug Farbe drauf habt, läuft das ganz entspannt hoch und runter, nass in nass, von oben nach unten. Okay. Aber noch viel wichtiger, verwendet hochwertige Farbe. Das ist hier keine Werbung, aber es spart euch Zeit, Geld und wahrscheinlich auch einen ganzen Arbeitsgang, wenn ihr in gute Farbe investiert. Denn die deckt besser, das Ergebnis ist besser, ihr habt keine Streifen an der Wand. Mhm. Es geht einfach zügiger und besser. Und ich habe gelernt, das ist so viel umweltfreundlicher, weil in der, Entschuldigung, billigen Baumarktfarbe ganz, ganz viel Mikroplastik drin ist. Und das ist eine ziemliche Umweltsauerei, insbesondere weil man muss ja das Ganze hier wieder auswaschen. Ne? Und wo geht's hin? Deswegen tut euch und der Umwelt was Gutes und investiert in hochwertige Farbe. Genau. Und was ebenso noch wichtig ist, diesen Kanal hier abonnieren. Das wollte ich schon immer mal machen. Diesen Kanal abonnieren und keine Tipps und Tricks mehr rund ums Einrichten, Farbe, könnt ihr einfach verpassen. Genau. Wenn euch dieses Video gefällt, natürlich auch immer gerne einen Kommentar da lassen, liken und teilen. Finden wir immer super. Und Frieda beantwortet immer alle Fragen. Genau. Genau. Wenn ihr welche habt, also bitte gerne stellen. Wir freuen uns auf jeden Kommentar von euch. Danke, Frieda, an dieser Stelle. Gell, man merkt schon, die hat schon eine richtige Routine. Die macht das schon richtig gut vor der Kamera. Wenn ich mal in Rente gehe, kann sie diesen Kanal übernehmen vielleicht. Genau. Nein, nein, sagt sie. Aber egal. So, also ihr habt gesehen, was ihr jetzt quasi tun könnt, um frischen Wind in eure Räume zu bringen. Und vielleicht habt ihr auch ein bisschen Mut zur Farbe. An dieser Stelle nochmal der kleine Preview. Im Anschluss an dieses Video haben wir euch unsere Einrichtungsmythen, da geht es auch viel um Farbe. Auch ganz interessant, das könnt ihr euch anschauen und dann noch, wie man Material und Farbe kombiniert im Anschluss. Schaut es euch an. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wenn ihr Fragen habt, immer gerne hier nochmal auch zu dem Thema Frag Frieda alles schreiben. Wir beantworten gerne und natürlich, falls ihr Ideen habt für neue Videos, immer hier unten. Da freuen wir uns total. Schön, dass ihr mit dabei wart. Eure Monika.